Weil mir ist dieses Lied irgendwann begegnet. Habe ich überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass das überhaupt noch gibt. Aber ich habe das mal alles so durchgeguckt, was wir alles so gemacht haben. Und dann gab es auf dem ersten Live-Album, auf dem 83er Live-Album, Bis demnächst, gab es dieses Stück, das aber schon 1977 entstanden ist, zu einer Zeit, wo wir unfassbare Welttourneen gespielt haben. Also wir haben beispielsweise irgendwie mittwochs womöglich in unserer Stammkneipe gespielt, im Plurbischeck. Und dann schon am nächsten Mittwoch womöglich in der OT St. John in Stammheim gespielt. Oder wir haben die Tournee fortgesetzt und haben am Straßenfest in der Zörlerstraße gespielt. Also es war unfassbar, wie wir rumgekommen sind. Es war Wahnsinn. Also wir waren unfassbar romantisch und deswegen haben wir auch dieses Stück geschrieben. Ja? Es knirscht ab und zu ein bisschen Wunschdenken auch dabei, aber irgendwie könnte man das eigentlich nochmal spielen. Und wenn ihr jetzt genau hinguckt, hinter mir, ja, hinter uns, ist überhaupt kein Plakat, sondern eine weiße Wand. Das ist natürlich schade. Wäre schön gewesen. Ne? Könnt ihr noch? Oder, okay, vielleicht im Laufe des Stückes. Auf jeden Fall, das erste Plakat könnte gegebenenfalls da hinten auftauchen. Das habe ich selber gemacht. Ja, steht da unten drunter Kölschrock, damit man das nicht verwechselt, was das was anderes sein könnte. Und vielleicht tauchen ja auch noch Fotos da hinten auf, von wo wir im Plurbischeck gespielt haben oder in der OT St. John in Stammheim oder womöglich auch von diesem Straßenfest in der Zürnerstraße. Und falls das auftaucht, das ist nicht der Soundcheck gewesen, das war der Gig, definitiv. Okay?